Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei Lass mal schnacken auf dem gelben Sofa. Heute haben wir einen ganz bekannten Kieler, der wohnt zwar nicht in Kiel, aber man kennt ihn aus Kiel, von seinen vielen Tätigkeiten, die er hier verübt hat, seit vielen, vielen Jahrzehnten, da kommen wir aber gleich drauf. Und er hat jetzt ein bisschen mehr Zeit, weil er auch schon auf das Rentenalter zugeht. Und da hat er gesagt, Gerd, jetzt kann ich mal zu dir kommen, jetzt habe ich Zeit. Jetzt sitzt er auch neben mir auf dem gelben Sofa, Jan Köhler-Kees. Jan, herzlich willkommen. Hallo. Grüße dich. Alles gut? Alles gut. Alles gesund? Alles gesund. Ja, doch, was wollen wir denn? Zur Zeit alles gesund. Ja, das ist doch wunderbar. Hast du jetzt noch ein bisschen mehr Zeit als früher, ne? Das kann man sagen, ja. Und nutzt du sie richtig? Das glaube ich schon doch eigentlich, ja. Doch. Ja. Ich arbeite ein bisschen an meinem Archiv. Ich habe ja alles gesammelt, was ich mal veröffentlicht habe. Ja. Und insofern bin ich da eigentlich gut ausgelastet. Ja, schön. Jan, du bist ja nicht nur Fotograf, sondern ja auch Designer. Und da kommen wir später nochmal darauf zu sprechen, aber im Prinzip stimmt es ja, nicht? Ja, zumindest ist das der Begriff Designer. Ja, und das klären wir später aber auch. Ja, du bist am 11.11.1943 in Gießen geboren. So, jetzt kommen wir mal zum 11.11. Wir haben ja dieses Jahr, stand ja heute in Kieler Nachrichten, überhaupt kein Prinzenpaar gehabt. Wieso sind sie nicht auf dich zugekommen und gesagt, da haben wir jemanden, der am 11.11. geboren ist? Also ich bin ja nun Norddeutscher und nicht unbedingt ein Karnevalist. Ja, ich habe zwar den Karneval begleitet, jahrelang als Fotograf, aber ein richtiger Karnevalist wäre ich nicht. Nee. Insofern wäre ich als Prinz nicht geeignet, obwohl ich ein Karnevalsscherz bin. 11.11., 11.11 Uhr geboren, ja. Ja, genau. Ja. Hätte ja eigentlich gepasst, ne? Ja, hätte gepasst. Ja, gut. Jan, das war Kriegszeit, wo du geboren wurdest und ihr seid dann ausgebombt oder ihr seid nach Waren gekommen, ne? Wann war das? Ja, wir sind erstmal in Kiel ausgebombt, deswegen sind wir überhaupt nach Gießen gefahren. Ja. In Gießen ist mein Vater groß geworden und da gab es ein Haus, in dem mein Urgroßvater noch lebte mit seiner Tochter, meiner Großmutter. Und das war ein großes Haus, die beiden lebten da dann alleine, da kamen wir unter und deswegen bin ich dann in Gießen geboren worden. Ach so, aha. Und deine Jugendzeit da verlebt? Nee, meine Jugendzeit habe ich da nicht verlebt, nicht. Nur die ersten Wochen, kann man sagen. Die ersten Wochen. Dann ging das Haus auch kaputt. Mein Urgroßvater war Bahnarzt und hatte also sein Haus direkt neben der Bahn gebaut, neben dem Bahnhof. Und der Bahnhof wurde dann angegriffen und das Haus wurde auch zerstört. Und insofern mussten wir da dann wieder weg. Hat er Schlimmes erlebt in Franz früher Jugend, ne? Ja, aber nicht unbedingt mitgekriegt. Nee, das glaube ich gar nicht. Gott sei Dank, ne? Obwohl ich eigentlich das Zimmer noch beschreiben konnte später. Tatsächlich? Das ist eigentlich gar nicht möglich. Man sagt ja immer so, also was Kinder in den ersten Jahren erleben, das ist weg. Aber ich konnte das Wohnzimmer, in dem ich damals meine ersten Tage oder so verbracht habe, eigentlich später noch beschreiben. Tatsächlich? Ja, ja. Ja, es gibt so Dinge. Es gibt bei mir auch, ich bin ja nur noch etwas eher geboren als du. Und bei uns vor der Haustür war eine Nebeltonne. Das weiß ich noch wie heute. Und wenn Fliegeralarm war, mussten wir immer an dieser fürchterlichen Theo. Aber mehr weiß ich auch nicht. Ja. Aber das sind so Dinge, die haften bleiben wahrscheinlich. Ja. Ne? Ja, ja, offensichtlich. Ja, okay. Du bist dann aber, ihr seid dann aber nach Kiel-Schicksee, dann danach, nachdem ihr da ausgebombt wurde, gekommen? Ja, wir sind von Gießen aus dann über die Landschaft nach Waren gekommen. Da hatten wir auch noch Verwandte. Ja. Ich weiß noch, meine Mutter hat jahrelang davon erzählt, dass der Kinderwagen, in dem ich damals gelegen hatte, nur drei heile Räder hatte. Das eine war kaputt. Ja. Das hat sie ihr ganzes Leben lang noch beschäftigt. Ach Gott. Und es war wahrscheinlich sehr schwierig mit dem kaputten Kinderwagen dann und der Bahn zu fahren. Ja, und in Waren hätten wir eigentlich bleiben können. Aber Mutter wollte also möglichst weit weg von der Roten Armee. Und lieber wieder nach Kiel und da sind wir dann also nach Schirmsee gekommen. Da hatte mein Kieler Großvater ein Sommerhaus am hohen Ufer und da bin ich aufgewachsen. Ach was, in der Nähe von Jensen oder? In der Nähe von Jensen, da kam er aber später, glaube ich, dann erst nach Schirmsee. Ja, das stimmt. Ja, ja, in der Nähe von seinem Haus. Ach was, der Funkstation da. Ja, ja, genau. Ach was, und da war der Nachbarn, ne? Ja, ja. Aha. Ja, in seinem Garten bin ich rumgeschrummert als Junge. Tatsächlich? Ja, ja. Ja, gut, okay. Aber Waren an der Müritz ist ja eigentlich eine wunderschöne Ecke, ne? Ja. Aber nicht auf drei Rädern, das ist schlecht, ne? Ja, ja. Ja.
Ja. Auf dem Wagen, nicht? Das, ja, ja. War, das, ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, ja. Aber wie gesagt, Mutter hat es schwer beeindruckt und ihr ganzes Leben lang war das die Geschichte mit dem Kinderwagen und nur drei Rädern. Ja, Schicksee, wie gesagt, hast du ja eine schöne Jugend gehabt, nicht? Ja, Schicksee war wunderbar. Schicksee war damals ein Fischerdorf. Ja. So mit ein paar Häusern. Dann gab es noch ein Arsenal. Das ist dann später abgebaut worden von der Marine. Und ein Bauerndorf mit, ich meine, 5 oder 6 Bauern. Mhm. Die meisten sind heute auch weg. Die sind also, das sind heute Wohnhäuser, die Bauernhäuser. Mhm. Und mehr war Schicksee nicht. Ja. Und dann gab es eben diese Wochenendhauskolonie von Kieler Geschäftsleuten. Und da hatten wir auch ein Haus. Mein Großvater hatte eine Firma in Kiel und eben dieses Sommerhaus dann in Schicksee. Und das Haus in der Hohenbergstraße war kaputt gegangen und dann sind die also rausgezogen. Aha. Und selbstverständlich waren alle Sommerhäuser nach dem Kriege da belegt. Ja. Sie waren teilweise von den Besitzern belegt, kriegten auch Einquartierungen und das war also reges Leben da. Ja, das glaube ich gerne, ja. Jan, da war doch noch so eine witzige oder lustige Sache mit Oma und Opa Klüchler. Ja, ich hatte eine Oma Klücher als Nachbarin. Ja, so. Oma Klücher war also eine richtige Oma, wie man sich so vorstellt. Weiße Haare und alte Frau eigentlich. Und Oma Klücher hatte für mich immer ein paar Bonbons und was weiß ich. Und ich war der Nachbarjunge, wenn zu Oma Klücher kam, gab es immer was. Naja, und wir sind ja dann aus Schicksee weg und so und das ganze Leben ging dahin. Und später kriegte ich dann den Auftrag, von Oma Klücher Bilder zu machen. Oma Klücher wurde 100. Oh. Ja, und dann wurde Oma Klücher 101, Oma Klücher wurde 102 und 103 und 104. Oh, yeah. Und da war ich also ein paar Mal noch bei Oma Klücher. Und der Witz war, unser kleines Haus, was wir da noch in Schicksee behalten hatten, nachdem das große, in dem wir zunächst gelebt hatten, verkauft worden war, mussten wir 1972 verkaufen, als die Olympiade in Kiel organisiert wurde und da wurde der Park gegründet, musste unser Haus weg und das von Oma Klücher auch. Aha. Und Oma Klücher verkaufte also ihr Haus auf Leibrente. Und als ich dann zum 103. Geburtstag kam, da sagte Oma Klücher, ja, ich habe ja mein Haus auf Leibrente verkauft. Ne? Die Stadt bezahlt immer noch. Ja, war schön. Natürlich wunderbar für sie. Sie hat damit ein gutes Geschäft gemacht. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja. War der Oma Klüchler clever, ne? Ja, ja. Ja. Wie schick sie dann zu Ende war, kam Friedrichsort. Ja, Schicksee wurde verkauft. Meine Großmutter hat das Haus am Hohen Ufer verkauft. Heute mal würde man sagen, für ein Abel und ein Ei, das 10.000 Mark, 2.000 Quadratmeter am Hohen Ufer, das ist natürlich ein Preis, der sehr gering war, wenn man das mit heute vergleicht. Und naja, wir mussten dann auch weg. Meine Mutter hatte eine Anstellung in Friedrichsort im Kindergarten. Dann sind wir nach Friedrichsort gezogen. Damals 1,5 Zimmer, so 12 Quadratmeter, Toilette über den Hof, Goldeimer. Ja. Ja, du wirst wissen, was das ist. Das war noch ein Eimerklo, was also dann wöchentlich abgeholt wurde, Eimer. Und, ja, ja. Und selbstverständlich war das nicht beheizt oder sonst irgendwas. Wir haben nur gesagt, nebenan war ab und zu mal Jahrmarkt. Und dann hatten wir also ein Klo mit Beleuchtung und Musik. Ja, schön. Ansonsten gab es da keine Beleuchtung. Ja. Jan, mit 11 Jahren bekamst du deine erste Kamera. Ja. War das von dir ein Wunsch oder war das einfach ein Geschenk, weil man vielleicht nichts anderes wusste? Ja, so genau weiß ich das auch nicht mehr. Aber ja, ist ja egal. Wir kannten damals schon Peter Cornelius. Ja. Und der ist ja ein bekannter Kieler Fotograf gewesen und war auch bundesweit bekannt. Und irgendwie haben mich seine Kameras damals auch schon fasziniert. Wahrscheinlich war das auch der Grund, dass ich mir eine Kamera gewünscht habe. Ich habe die ja mitgebracht. Ja. Das ist die kleine Agfa Klack, die mir meine Großmutter dann geschenkt hat. Ja.
Und das war damals schon eine schöne Sache. Wie du 11 warst? Wie ich 11 war, ja. Dann ist sie 62 Jahre alt. Ja. 62 und 73. Müssen wir jetzt rechnen? Ja, so ungefähr. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Ja. Oh mein Gott. Und ja. Damals war das an und für sich ein schönes Gerät. Witzigerweise auch technisch gar nicht so schlecht. Ich habe, als ich für die KN gearbeitet habe, das nochmal genutzt, dieses Gerät. Und verglichen mit, und die Redaktion hat sich gemerkt, welche Bilder aus welcher Kamera kamen. Ja, ja, tatsächlich. War ganz witzig, ja. So klasse war ja, die. Ja. Ja, ja. Aber nicht mehr die Qualität wie die Bilder, ne? Wie die jetzt nicht mehr. Nein. Nee, nicht mehr. Nein. Na gut, die Zeit war ja noch. Aber die Qualität war schon ganz gut. Nur ist das auch ein großes Format, 6x9. Ja, ja. Und die Optik war auch gar nicht so schlecht. Also okay, man konnte es gut verwenden. Das Problem war natürlich nur, die Filme mussten entwickelt werden oder mussten mal Bilder machen und sowas. Das ging alles nicht so einfach. Dann musste ich die Filme an Großmutter schicken und Großmutter ließ sie dann entwickeln und ein paar Bilder machen. Dann kam ich wieder zurück. Das dauerte so 14 Tage und dann hatte ich das Ergebnis. Ja, so war es. So war es früher. Heute geht das schneller. Heute geht das ruckzuck, ne? Ja. Man hat allerdings keine Papierbilder. Nee, und die Papierbilder habe ich noch. Ja. Ich weiß nicht, wie lange die digitalen Sachen, die man heute auf seinem Handy hat, halten. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Werden wir sehen. Müsste man mal sich erkundigen. Ja. Dann kam deine Schulzeit und da hattest du immer die Finger noch mit der Kamera. Und es war sogar, du warst sogar so versessen, meine ich gelesen zu haben, dass man für dich auch dort was eingerichtet hat in der Schule. Naja, nicht direkt für mich. Also ich bin ja dann 1955 in die Herbstschule gekommen und zunächst mal gab es da Schichtunterricht. Wir waren am Ravensberg und hatten im Wechsel mit der Ricarda-Hochschule Schichtunterricht, nachmittags, vormittags, im Wechsel. Und dann wurde die Herbstschule gebaut an der Feldstraße, ein Jahr später. Wunderbare neue Schule und da gab es eine Dunkelkammer. Natürlich nicht nur für mich. Nee, nee, ist klar, gut. Und die gab es dann für die Foto AG, die da gegründet wurde. Und da war ich dann relativ früh Mitglied in der Quarta, also in der dritten Gymnasiumsklasse. Bin ich in die Foto AG eingetreten und konnte dann die Dunkelkammer nutzen. War natürlich noch mehr Schüler, die genutzt haben und der Hausmeister musste uns dann irgendwie regelmäßig rausschmeißen, weil wir da immer länger waren, als man eigentlich sein sollte. Ja. Spieltest du damals schon mit dem Gedanken, das mal als Beruf zu machen, denn du warst eigentlich richtig verrückt danach, ne? Ja, das ist natürlich ein bisschen zu früh. Aber zumindest, als ich Abitur gemacht habe, stand fest, dass ich in die Fotografie gehen würde. Ja, okay. Ja, ja, da haben wir damals ja alle angegeben, den Berufswunsch, den wir hatten. Ja. Wir waren auch sicher, dass wir das alle irgendwie gut durchdrücken würden. Da habe ich dann schon angegeben, dass ich Fotografie studieren wollte und das weitermachen wollte. Also geht der weitere Weg dann. Ja. Ja. Bei der Bundeswehr musstest du auch schon porträtieren, wie alle möglichen Leute? Ja, klar. Ich habe also schon in der Schule schon Porträts gemacht von der ganzen Klasse. Ich habe das mitgebracht hier. Ja. Die Bilder von unseren Schülern damals. Und damals eigentlich schon in der Absicht, dass 50 Jahre später zu wiederholen. Ja, gut, das schauen wir uns nochmal an. Ich war also jetzt ganz überrascht, als es denn soweit war. Wir hatten letztes Jahr ja dann 50-Jähriges und da habe ich das tatsächlich dann wiederholt. Sind aber nicht mehr alle dabei, ne? Sind nicht mehr alle dabei, ja. Aber drei von unseren Kameraden sind verstorben. Alle habe ich nicht erwischt. Also es sind nicht alle, die da fehlen, schon tot. Sondern einer ist auf Sardinien. Ich weiß nicht, ob ich den nochmal kriege. Einer ist in Frankreich. Der kommt auch nur selten nach Kiel. Ja. Und einer ist in Hamburg, den kriege ich aber noch. Gut. Da war die Bundeswehrzeit vorbei und dann fing es an zu studieren. Wo und was jetzt genau, Jan? Ja, also Bundeswehrzeit war ich in Flensburg und habe natürlich auch schon eine ganze Menge Bilder gemacht. Auch von den Soldaten, die mit mir da dienten. Und zwei Jahre später ging es dann um Bewerbung. Ne? Also es gab verschiedene Schulen in Berlin, München und Essen.
Und Peter Cornelius, der hat mir damals empfohlen, nach Essen zu gehen, zu dem berühmten Professor Otto Steinert. Der hatte zunächst in Saarbrücken eine Klasse gemacht und dann einige Bücher rausgebracht, war also ziemlich bekannt in Deutschland. Und da habe ich mich dann beworben und schon die Mappe, die ich zusammengestellt habe, habe ich dann mit Peter Cornelius zusammen gemacht. Aha, und das dann eingereicht? Und ja, ja, das hat dann auch geklappt. Ja. Und die Klasse in Essen war relativ international. Wir hatten also Japaner, Isländer, Franzosen und so aus der ganzen Welt. Aus Uganda hatten wir einen, naja, das war witzig. Eine tolle Ausbildung. Ja, ja, ja. War eine ganz gute Ausbildung. Ja. Und unser Professor hat sich aber dann später mit mir ziemlich angelegt. Ich war dann im Master da, 1968 haben wir angefangen zu studieren und da war ja die Studentenzeit ganz groß und wir fingen an, die Schule umzukrempeln. Ja. Da gab es dann ziemlich viel Krach. Ja, klar. Ja. Aber wie du dann fertig warst, hast du dich spezialisiert auf Politiker? Das schon während des Studiums. Ich habe also 1970 angefangen, Politiker zu fotografieren, hier in Schleswig-Holstein Steffen und Stoltenberg. Steffen habe ich eine ganze Woche mal begleitet. Und dann habe ich mich auf Parteitagen rumgetrieben. Der erste Parteitag, das war ein Juso-Kongress in Bremen. Und da traf ich dann auch einen Kieler wieder, der damals um den Vorsitz kandidierte. Norbert Gansel. Ja. Ja. Hat aber verloren. Gegen Carsten Vogt. Carsten Vogt und Norbert Gansel waren dann später beide zusammen im Bundestag. Und immer wieder Konkurrenten. Ja. Meistens gewann Carsten Vogt. Und das erste Mal war eben dieser Juso-Kongress in Bremen. Aber da habe ich dann die ersten Bilder von Norbert Gansel gemacht. Das hörte dann also über die Zeit meiner Laufbahn eigentlich nicht auf. Ich habe also bis heute von Norbert Gansel immer wieder Bilder gemacht. Ja, na gut, okay. Ja. Auslandsreisen kamen auch noch und Reportagen? Auslandsreisen kamen, das war zumindest zu der Zeit, als ich studiert habe, auch noch eine Option. Ach so. So Geschichten zu machen. Wir waren in Griechenland, war ich mit einem Freund, damals mit dem Käfer. Zelt. Ja. Und wir wollten ein Buch illustrieren, Ölberge, Weinberge von Erhard Kästner. Der beschrieb eine Griechenlandreise, das war ganz, ganz witzig und da sind wir nachgefahren. Und insofern war die Reise auch sehr schön. Und dann morgens, er beschrieb dann Delphi. Oh. Ja. Das Orakel und da sind natürlich heute nur Ruinen und so, beschrieb es aber in der Morgensonne. Naja, da mussten wir irgendwie in der Morgensonne hin. Ja. War natürlich nicht geöffnet. Da sind wir über den Zaun. Dann kam natürlich ein griechischer Wärter, der uns da irgendwie gesehen hatte, nicht wahr? Dann haben wir uns geteilt. Das ist der eine Fotograf dahin, der andere dahin. Schwierig für den Wärter. Ja. Das haben wir mehrfach gemacht und bei einem anderen Ereignis kamen Hunde. Da waren wir ganz schnell wieder draußen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Das ist unangenehm. Ja. Dann haben wir also ein bestimmtes Kloster gesucht auf dem Peloponnes, was Erhard Kästner beschrieben hat in seinem Buch. Wir haben ein Kloster gefunden. Ob es nur das war, was er beschrieben hat, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls haben wir da 3 Tage im Kloster gewohnt. Es war fantastisch. Mit uralten Mönchen. Und Philemon und Baukes, das berühmte griechische Paar, beschreibt Erhard Kästner ebenfalls. Ja, haben wir auch gefunden. Also aber erfolgreich, ne? War eine schöne Reise, ja. Ja, ja. Ja, und dann bin ich mit meinem Freund noch durch Afrika, also durch die Sahara, nicht durch Afrika, ist übertrieben, aber durch die Sahara. Da wollten wir eine Reportage machen über die Eisenbahnlinie von Ouagadougou nach Abidjan. Eigentlich gibt es, ich bin jetzt nicht sicher, in Afrika gibt es immer noch keine richtigen Eisenbahnstrecken. Es war eigentlich die einzige Eisenbahnstrecke, die es da gab, in ganz Afrika. Ja. Und, aber die Griechenland-Ausbeute an Fotos waren nicht so doll.
Und wir haben dann also mehr zu tun gehabt mit der Reise selbst. Ja. Und genauso war es dann in Afrika. Ja. Also wir hatten genügend zu tun, die Sahara zu durchqueren mit unseren beiden Peugeots. Die kamen dann ziemlich schrottreif in Niamey an. Haben wir da verkauft und sind dann mit örtlichen Verkehrsmitteln weitergereist. Und eben dann auch mit dieser Eisenbahn, aber die Ausbeutung der Fotos war dann auch nicht so doll. War nicht so doll. Nee. Auch nicht irgendwo zu verkaufen. Doch, haben wir verkauft, aber es war nicht überragend. Und so. Ja, wir haben dann noch Reisen gemacht nach Syrien, waren in Teheran und ich habe 3 Tage im Libanon im Gefängnis gesessen. Ja. War gehört alles dazu, ne? Solche Geschichten, ja. Gut, und dann wurden in Uganda, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber das war das erste größere Ereignis, wo Journalisten erschossen wurden. Da wurden 2 Fotografen und zwei Schreiber vom Stern erschossen. Idi Amin war damals der Herrscher in Uganda. Ja. Und das war eigentlich das erste Mal, wo so gezielt Journalisten ermordet wurden. Ach was. Und da habe ich mir dann gesagt, nee, keine Lust mehr und ja. Bleib zu Hause. Bleib zu Hause, richtig. Und dann bist du auch nach Kiel gekommen und dann kam Bewerbung an die KN. Ja, ich bin dann hier mal aufgetaucht in Kiel, wollte eigentlich immer wieder zurück. Und da hieß es dann, Fiete Magnussen, dessen Archiv zurzeit im Stadtarchiv aufgearbeitet wird, der hört nicht auf. Ja. Ich weiß nicht, du wirst Fiete Magnussen noch kennen. Ich kenne ihn noch, ja. Und Fiete Magnussen war auch eine Institution hier. Und ja. Naja, gut, also ich habe mich dann damit abgefunden, also Kiel ist vorläufig nicht. Und das war dann 1977, sehe ich dann, irgendwie bin ich außerhalb von Essen gewesen, habe irgendwas gemacht, weiß nicht mehr was. Sehe dann im Februar eine Anzeige im Journalisten, das ist unser Fachblatt. Ja. Die KN sucht einen Fotografen. Ja. Muss man wissen, dass also eine Stelle für Fotografen eigentlich nie ausgeschrieben war. Oh Gott, das war bundesweit. Äußerst selten, dass mal im Journalisten ein Fotograf gesucht wurde. Ja. Und dann noch KN. Und dann noch bundesweit. Und dann noch einen Monat später. Ich gucke im Februar rein und das war das Januarheft. Ach Gott. Naja. Gut, ich habe also Fotos gegriffen, hier so ein Haufen, und habe die da zusammengestellt, am Nachtschalter in Essen aufgegeben und am nächsten Morgen dann in der KN angerufen und gesagt, ich bin der Einzige, der in Frage kommt, sollen auf mich warten. Nicht? Ja, ja, so recht gehabt. Ja, Hans Schäfer, ich weiß nicht, wirst du vielleicht auch noch kennen. Ja, sicher, Hans Schäfer. Ich weiß nicht, wie weit unsere Zuschauer noch Hans Schäfer kennen, aber die Älteren bestimmt. Ja. Lange Jahre Chefredakteur gewesen bei den Kieler Nachrichten. Und er hat dann tatsächlich gewartet. Ich war der Letzte, der sich beworben hat, kam dann noch an. Na gut, ist vielleicht gar nicht mal das Schlechte, der Letzte zu sein. Naja, es waren 40 Bewerbungen, weiß ich noch. Und er hat mich dann aber genommen, obwohl der damalige Lokalchef, Gottfried Philipp, kenne ich auch noch, mich eigentlich gar nicht haben wollte. Kenne ich auch noch, ja. Ja. Ja, ja. Das ist alles lange her. Mein langer Lokalchef. Ja, das war noch der Zeit von Hilscher. Ja. Von Loren. Von Loren, ne? Ja. Von Bruno, ja. Ja. Das war eine tolle Redakteure. Ja, war eine schöne Redaktion. Ja, war es gut. Ja gut, also Philipp wollte mich eigentlich gar nicht haben und ich fing dann zur Kieler Woche an. Und hatte alle halbe Stunde einen neuen Termin. Da hat er getestet, ob ich das schaffe, ne? Ja, klar. Wahrscheinlich, ne? Ja. Aber ich war damals jung, ich habe wahrscheinlich noch mehr geliefert, als er gedacht hat. Jedenfalls hat das alles geklappt. Da war der Holzenbummel. Ja. Traten 15 Gruppen auf. 14 hatte ich. Ja. Und dann sagt Philipp, ja, und wo sind die Griechen? Ja. Die hatte ich nicht. Ach so. Ja. Gut. Ja. Wir konnten ja sowieso nicht alle Gruppen abdrucken. Nee, insofern war das egal. Aber die Kriegen hatte ich nicht. Ich war stinksauer. Ja, tatsächlich. Dass ich die nicht hatte. Ach was. Also ich selbst war sauer, nicht? Ja, glaube ich. Ja. Philipp war das eigentlich, aber da konnte man sagen, wo sind die Griechen? Ja. Ja, so gut, was du da gemacht hast. Ne? Wo sind die Griechen? Ja, gut. Das ist 40 Jahre her.
Tja. Mein lieber Mann, du. Ja. So lange kennen wir uns auch schon. Ja. Das ist ja eine unglaubliche Zeit, nur wie die Zeit vergeht, ne? Zeit vergeht, ist, ja. Ist das unglaublich. Ist es immer sehr kurz. Ja, ja, ja. So ist es. Aber du bist aber auch Sprecher der Bildjournalisten. Seit wann machst du das? Sprecher der Bildjournalisten wurde ich 1980. Seit 1972 war ich aber beim Deutschen Journalistenverband. Journalistenverband, eigentlich ist es eine Gewerkschaft. Ach so. Aha. Ja. Ja. Aber sie nannte sich erstmal nicht so. Und ich habe auch Tarifverhandlungen gemacht und sowas. Mhm. Und war bis letztes Jahr war ich Sprecher. Aha. Inzwischen haben wir die Organisation geändert und die ganze Sprecherfrage ist ungeklärt insofern. Aber ich mache es auch nicht mehr. Nicht mehr, gut. Jetzt kommt ein zweites Standbein. Flintbeker Bahnhof. Warum und mit welchen Hintergedanken? Ja, wir sind ja 1983 nach Flintbek gezogen. Ja. Irgendwann fängst du natürlich an, ein Haus zu suchen oder sowas. Nicht? Das ist ja klar, Familie wächst. Und dann haben wir in Flintbek eins gefunden. Eine alte Jugendstilvilla. Ja. Runtergekommen völlig, aber billig. Lach an der Bahn. Seitdem ja. liebe ich die Bahn, weil wir so ein großes Haus und so ein großes Grundstück nie hätten kaufen können. Das ging eben nur, weil wir die Bahn hatten. Ja. Und die Bahn ist aber nicht, stört überhaupt nicht. Nee. Und ja gut, also da haben wir dann das Haus gekauft und das lag direkt neben dem Bahnhof. Ja. Eine große Grenze, 75 Meter so ungefähr, haben wir eine gemeinsame Grenze. Und dann am Bahnhof war dann ein Klempner. Der nutzte den Vorplatz als Schrottplatz. Das fand ich natürlich nicht gut. Und direkt am Grundstück werkelte immer der letzte Bundesbahnbedienstete aus dem Bahnhof rum. Stand immer so halb in meinem Garten, das fand ich auch nicht gut. Ja. Und irgendwann wurde dann der Bahnhof mal zum Verkauf angeboten. Das war 86 oder so. Und da haben wir uns dann erkundigt. Haben wir nur angefragt, so, was das denn kosten soll. Ja. Und so. Ja, war alles zu teuer. Also, ja. Wurde aber nicht verkauft. Und also es war dann Wirt drin, ein Kneipier, der hat ein Angebot abgegeben und der Klempner eben. Und alles war zu teuer. Und dann ein halbes Jahr später habe ich dann ein Angebot abgegeben. War halb so hoch wie die ursprüngliche Kostenkalkulation der Bahn. Da sollte ja. 350.000 oder 60.000 Mark kosten damals. Und ich habe genau die Hälfte gebunden. Ja, gut. Ja. Dann kriegen wir den Zuschlag. Ja, da waren wir entsetzt. Überrascht. Ja, nicht nur überrascht, ich war entsetzt, weil ich hatte das Geld gar nicht. Nee. Ich habe gedacht, gut, kannst du mal ein Angebot abgeben. Also, na, dann fingen wir an rumzusuchen und eine Hypothek kriegen. Und dann stellte ich fest, dass also ein Bahnhof den Hypothekenbanken nicht bekannt war. Aha. Das kennen die nicht als Gebäude. Ach so. Nee. Das ist auch heute noch so, glaube ich. Also aha. ich habe inzwischen gehört, es gab mal Reportagen über andere Bahnhöfe, die verkauft worden sind und die Hypothekenbanken kennen Bahnhöfe nicht. Oh. Nee. Darauf werden keine Hypotheken gegeben. So. Ja, was machst du? Ich hatte ja nur dieses Gebot abgegeben. Ja, da gab es aber noch Herrn Ehlers hier, den wirst du auch noch kennen, von der Volksbank, von der Kieler Volksbank, den ja. kannte ich ganz gut. Ja, ja. Und dann bin ich zu Herrn Ehlers gegangen und sage, Herr Ehlers, dieses Problem und ich brauche Geld. Banken haben ja eigentlich Geld. Und naja, Herr Ehlers gab mir dann erstmal eine Hypothek auf mein Haus. Nochmal, wurde erhöht, da war sowieso schon ein drauf, wurde nur ein bisschen erhöht. Und dann rief er den Beamten in Hamburg an. Von der Bahn, da sagte Herr Köhler-Kess, der hat doch keinen Kunden mehr. Ja. Und prompt war der Bahnhof nochmal 30.000 Euro billiger. Kam ich relativ preiswert an den Bahnhof, ja. hatte aber trotzdem natürlich keinen Mieter mehr und nichts und ein renovierungsbedürftiges Gebäude und was weiß ich, kein Geld, drei Jungs. Naja, na gut, es hat sich irgendwie alles eingelassen. Ich fand dann erst einen Wirt, der konnte zwar kein Wirt, aber der hat die Kneipe ausgebaut.
Der hat also wunderbar, der hat die Küche wunderbar ausgebaut, den Fußboden reingemacht, alles wunderbar. Aber nachher, als dann ans Kneipe machen ging, da waren sie nicht so toll. Ja gut, inzwischen habe ich also den vierten Wirt und der verdient jetzt erstmals eigentlich damit Geld. Ach so. Mit der Kneipe, die läuft ganz gut jetzt. Ja, ja. Aha. Das hat sich dann ergeben. Meine Frau hat einen Teil des Bahnhofs erstmal als Atelier genutzt und zwei Wohnungen wurden vermietet und so, dann gab es sich dann so. Ja. Also hat alles geklappt. Ja, war ein sehr großer Umbau dann, nicht? Zu Wohnungen und die Gastwirtschaft. Ja, man musste immer was. Aber ist auch ein Saal dabei, wo ihr Veranstaltungen macht, ne? Naja, ein Saal nicht. Das ist kein richtiger Saal, das ist die Kneipe selber. Ach so. Und da wird Musik gemacht, ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. So. Und heute sind das immer so kleine Kapellen, die sich vorstellen wollen, die kein Geld kosten. Mhm. Und früher haben wir auch Eintritt genommen und so andere, die Wirte vorher haben auch teilweise das verkauft als Veranstaltung. Aber das hat sich, das rentiert sich nicht. Also wir lassen heute einen Hut rumgehen und das meistens kriegen die Künstler dann auch. Macht man ja heute. Und sie können auftreten und bringen meistens ihr eigenes Publikum dann auch mit. Eigentlich ganz witzig. Rentiert sich. Ganz ja gut, wenn er zurechtkommt, ist er gut. Du bist eingeladen. Ich lade dich mal ein. Ja, mach das mal. Und dann trinken wir mal ein schönes Glas Wein da. Ah, das machen wir gerne. Einen anständigen Wein. Ja, das machen wir gerne. Okay, prima. Jan, schön, dass du da warst. Eine Frage habe ich noch an dich. Das ist immer du Letzte bei meinen Gästen. Gibt es ein besonderes Ereignis, ein Highlight, außer ein familiäres? Darum bitte ich. In der ersten Zeit meiner Talkshows habe ich das immer so frei laufen lassen. Hat natürlich jeder gedacht, ja, Hochzeit und Kindesgeburt, das geht uns allen so. Aber es gibt ja außer diesen auch etwas. Das geht uns allen so. Ja, also es gibt natürlich verschiedene Highlights. Einmal, als ich eingefahren bin in die syrische Ebene mit Vollmond oder so und Santorin in die Caldera und so. 10 Jahre lang habe ich mit dem Hubschrauber die Windjammerparade begleitet. Und dann hast du immer 5 Minuten. Ja. Ja. Und okay. Fliegst da hoch. Und einmal, 2004, hat es geklappt. Da habe ich ein Bild hingekriegt, habe ich auch mitgebracht hier. Na, nicht, dass das hier alles verrutscht. Das ist das einzige Mal, dass wir also ein Bild gemacht haben, wo also die Segel der Segelboote nach vorne gehen. Ja. Weil der Wind von hinten kommt und sie nicht mehr Motor fahren und wo die Schiffe noch einigermaßen zusammen sind und wo das Licht einigermaßen stimmt. Ein einziges Mal. Und das ist dann natürlich für den Fotografen ein gewisses Highlight. Ja, prima, das lassen wir auch mal so stehen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jan, dass du da warst. Ja, ich wünsche dir weiterhin jetzt. Mich. Gerne, du warst, ich meine, du bist ja jetzt, du hast ja sehr viel Zeit jetzt oder mehr Zeit und nutzt die Zeit richtig. Vor allen Dingen bleib gesund und mach was draus. Aber die KN kommt ja sowieso irgendwann mal immer auf dich zu, wenn da mal Ausfälle sind oder so, denke ich, nicht? Aber wie gesagt, alles, alles Gute für dich. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ja. Komm gut nach Hause. Ich danke dir. Und tschüss. Und wir sehen uns bei dir in der Kneipe. Ich habe dir ja noch was mitgebracht. Oh, das ist aber nett. Das erste kleine Buch, was wir gemacht haben, wir haben Treffen 1980. Oh, das ist aber schön. Damals haben wir 5000er Auflage gemacht, war gleich weg, 5 Tage verkauft. Ach was. Habe ich nochmal 5000 gemacht und davon habe ich noch 1000 im Keller. Aha, und eins kriege ich davon. Eins kriegst du davon. Ja, das ist 99. Okay, so meine Damen und Herren, das war's mal wieder auf dem gelben Sofa mit Jan Köhler-Kies. War sehr, sehr nett. Schön, dass Sie dabei waren. Ich sage dann bis zur nächsten Woche. Tschüss und alles, alles Gute für Sie. Danke. Ja.